Georg Christoph Lichtenberg, Physiker, Schriftsteller, Philosoph. 1775 bis 1799, Gothmarstraße 1. Georg Christoph Lichtenberg. Georg Christoph Lichtenberg, geboren am 1. Juli 1742 in Oberramstadt bei Darmstadt, gestorben am 24. Februar 1799 in Göttingen, war Mathematiker und der erste deutsche Professor für Experimentalphysik. Als deutscher Schriftsteller begründete er den deutschsprachigen Aphorismus. Leben. Lichtenberg war das 17. und jüngste Kind des protestantischen Pfarrers Johann Konrad Lichtenberg. 1745 zog die Familie nach Darmstadt. Lichtenberg litt sein ganzes Leben an einer zunehmenden Kyphoskoliose, Wirbelsäulenverkrümmung, die nicht nur zu einem ausgeprägten Buckel und geringer Körpergröße führte, sondern auch das Atmen immer mehr erschwerte. Er erhielt bis zum 10. Lebensjahr Privatunterricht in seinem Elternhaus. 1752 wechselte er in die Lateinschule Darmstädter Pädagog, heute auch Altespädagog genannt. Für seinen Fleiß und Scharfsinn wurde er mehrfach ausgezeichnet. Die Schule schloss er 1761 ab. Dank eines Stipendiums des Landgrafen Ludwig VIII. In Höhe von jährlich 200 Gulden konnte er von Mai 1763 bis 1766 an der Universität Göttingen studieren, unter anderem bei Abraham Gotthelf Kästner, Mathematik, Naturgeschichte und Astronomie. In den folgenden Jahren, bis 1774, führte er auch astronomische Beobachtungen am alten Observatorium in Göttingen durch. Seine körperliche Behinderung und seine ständige Anfälligkeit für Krankheiten machten ihn in außergewöhnlichem Maße empfindsam. Seine Beobachtungsgabe richtete er nicht nur auf naturwissenschaftliche Erscheinungen, sondern auch auf die Umwelt und seine Mitmenschen. Nach seinem Studium unternahm er zwei längere Reisen nach England. Auf der ersten Reise, 1770, als Tutor für zwei englische Studenten, führte er König Georg III. Von Großbritannien und Hannover durch die Sternwarte von Richmond upon Thames, worauf dieser in einem Schreiben die Ernennung Lichtenbergs zum außerordentlichen Professor für Philosophie empfahl. Die zweite Englandreise, auf der er auch Teilnehmer von Cooks zweiter Weltreise kennenlernte, so etwa Georg und Johann Reinhold Forster, unternahm er von 1774 bis 1775. Bei dieser Gelegenheit begegnete er bekannten Wissenschaftlern wie James Watt und Joseph Priestley. Diese Reise wurde zu seinem großen Bildungserlebnis. 1770 wurde Lichtenberg Professor für Physik, Mathematik und Astronomie an der Universität Göttingen. Doch erst ab 1776 hielt er regelmäßig Vorlesungen. 1777 machte er die Bekanntschaft von Maria Dorothea Stechard, 1765 bis 1782. Ab 1780 bis zu seinem Tod war er Ordinarius für Physik. 1782 trat Margarete Elisabeth Kellner in seinen Dienst. Im Oktober 1789 setzten krampfartige Asthmaanfälle ein, eine Folge der Wirbelsäulenverkrümmung, die ihn monatelang ans Bett fesselten. 1793 wurde er zum Mitglied der Royal Society in London ernannt. 1777 ließ Lichtenberg während eines Gastspiels des Zauberkünstlers Philadelphus Philadelphia in Göttingen ein Plakat aushängen, auf dem er Philadelphias Programm so ankündigte, als stamme es von diesem selbst. Auf diesen Plakaten wurde behauptet, Philadelphia werde blitzschnell den Wetterhahn der Jakobikirche mit der Fahne auf der Johanneskirche vertauschen. Der so herausgeforderte Philadelphia verließ Göttingen überstürzt, ohne eine weitere Vorstellung gegeben zu haben. Von 1780 bis zu ihrem frühen Tod war die kleine Stechardin Lichtenbergs Lebensgefährtin. Ohne priesterliche Einsegnung meine Frau. 1783 begann ein eheliches Verhältnis mit Margarete Elisabeth Kellner, die er 1789 ehelichte, um ihr und den gemeinsamen Kindern das Erbe zu sichern. Sein Grab befindet sich auf dem Bartholomäusfriedhof in Göttingen.